Am Nachmittag sprang er in Hachenburg Weltrekord. Am Abend feierte Heinrich Popov zusammen mit anderen Olympioniken der deutschen Nationalmannschaft im Behindertensport den Abschied vom europäischen Kontinent in Richtung Rio. Unmittelbar vor den Paralympischen Spielen war die Feier mit zahlreichen Spitzensportlern mit Handicap auch ein Dankeschön an Thomas Kipping, Cheftechniker für die Prothesen der Sportler. Und so wurde dessen Betrieb, die Aktivprothesentechnik APT im Westerwälder Stockum-Püschen, im Rahmen der langen Nacht der Prothesentechnik zur Partymeile für 500 Gäste und die Olympiamannschaft. Als Orthopädie-Technikermeister Kipping die Bühne betritt, läuft er hinein in tosenden Beifall und die anschließende Laola-Welle. Der Westerwälder Handwerker wird frenetisch gefeiert. Vom Publikum, noch mehr aber von den Athleten. Der selbstständige Handwerksmeister ist Teil der Mannschaft und ihn verbindet ein besonderes Verhältnis zu den Sportlern. Ja, also vom Grundsatz her, ich bin ja ein Teil des sogenannten Funktionsteams. Wir arbeiten im Hintergrund. Unser Job ist es eben, den Athleten eben so viel wie möglich an Ängste zu nehmen, dass da irgendetwas an der Prothese passiert oder so. Sie wissen genau, da ist ein Techniker im Hintergrund. Sie kommen jederzeit und wirklich jederzeit. Also da gibt es keine Stechuhr. Es geht quasi 24 Stunden, wenn es sein muss. Und da geht es mehr um die Kleinigkeiten, die sogenannten Kleinigkeiten, die aber verheerende Auswirkungen haben können. Ob da jetzt die Spikes zum Beispiel oder diesen Carbonsohlen abbrechen oder ja, eine Schraube abbrecht und so weiter. Das sind im Alltag relativ Kleinigkeiten, die man kompensieren kann. Aber beim Sport ist halt enorm wichtig, dass alles 100% funktioniert. Und das ist einfach mein Job. Über Jahre hat sich Kipping so nicht nur hohes Wissen um die Prothesentechnik angeeignet, das er auch an seine Kunden weitergibt, die nicht aus dem Spitzensport kommen. Thomas Kipping ist Überzeugungstäter und geht voll in seinem Handwerk auf. Also im Moment bin ich genau seit 30 Jahren in diesem wunderbaren Beruf. Und da bin ich heute meinen Eltern sehr dankbar, die mich damals darauf hingewiesen haben, dass es doch so einen Beruf gibt, wo man Prothesen bauen kann. Und ich konnte mir natürlich als 16-Jähriger gar nichts darunter vorstellen. Durfte dann ein Praktikum machen hier in einem kleinen Sanitätshaus in Hachenburg und lebe und liebe seitdem diesen Beruf. Und dazu muss man sagen, der Beruf ist sehr vielfältig. Das heißt, wir haben 7 oder 8 Geschäftsfelder eigentlich als Handwerker zu betreuen. Und mir persönlich hat eigentlich immer am meisten dieses Prothesenherstellen mit den Amputierten zu arbeiten Spaß gemacht. Und das konnte ich 2002 Gott sei Dank hier als Spezialist umsetzen. Das heißt, bei uns gibt es eben für die Alltagsprothesenträger nichts anderes außer diese Prothesen, die wir herstellen. Also bei uns gibt es keine Rollstühle oder sonstige Dinge, sondern da arbeiten wir mit Netzwerkpartnern und konzentrieren uns rein auf die Versorgung amputierter Menschen. Und das macht einen heiden Spaß. Und on the top ist das natürlich klasse, dass man dann auch in den Sport so mit hineinwachsen durfte. Seine Verbindung zum Leistungssport geht auch auf die Betreuung von Heinrich Popov zurück. Als 9-jähriger Oberschenkel amputiert, hat Popov den Blick nach vorne gerichtet und ist heute Weltmeister, Weltrekordhalter, Olympiasieger und Lehrling im Betrieb von Thomas Kipping, der nun zur Feier eingeladen hatte. Der Tag begann gut, denn der Tag hat angefangen mit eigentlich einem super 100-Meter-Rennen. Ich bin eine Saisonbestleistung gelaufen und eigentlich auch ziemlich glücklich über den Rennverlauf. Das entspricht auch der Vorbereitung vor London und man weiß ja, was ich in London über 100 gemacht habe, gewonnen habe. Deswegen bin ich happy, dass ich in dem Soll unterwegs bin. Und dann kam der Weitsprung und der Weitsprung, da durfte ich vor 2 Monaten schon mal zeigen, was ich da drauf habe. Schon mal da den Weltrekord brechen und diesmal konnte ich in Hachenburg 5 cm auf den alten Weltrekord draufsetzen. Und konnte dieser ganzen Veranstaltung auch noch mein Dankeschön zurückgeben. Ich bin hier aus der Umgebung. Es war mir wichtig, dass die Veranstaltung auch ein i-Tüpfelchen bekommt bei der ganzen Mühe, die man sich hier gemacht hat. Und dass es dann so funktioniert hat, da bin ich stolz drauf. Deswegen, das war eine ganz, ganz runde Sache. Nicht nur mein Weltrekord, sondern alles, was heute in Hachenburg los war und jetzt der Abend hier bei APC. Das ist einfach eine schöne Verabschiedung. Es sind meine 4. Spiele und wir hatten noch nie so eine schöne Verabschiedung. Mit einem neuen Weltrekord geht es nun nach Rio. Was die Frage einschließt, baut das Erwartungsdruck auf? Um ehrlich zu sein, ist das einfach eine positive mentale Unterstützung. Ich weiß, was ich kann. Ich weiß, dass ich das auch im Wettkampf bringen kann. Und ich bin happy über den Verlauf, wie es jetzt passiert ist. Druck habe ich gar keinen mehr, weil ich habe schon mal die Paralympics gewonnen. Die anderen müssen gewinnen. Ich darf es genießen in Form von, dass ich entspannt an meine Leistungsgrenzen gehen kann. Ich muss keine Angst davor haben über den Ausgang der Wettkämpfe. Ich weiß, was ich kann und ich weiß, wie man das machen muss, um nochmal Paralympicsieger zu werden oder um Paralympicsieger zu werden. Deswegen, ich gehe da mit voller Vorfreude in die Spiele.
Thomas Kipping fällt bei den Paralympics eine besondere Rolle zu, die Heinrich Popow für sich persönlich, aber auch aus einer sehr individuellen Sicht beschreibt. Der Kreis schließt sich. Das ist auch die Aussage von Tom. Tom hat mich als allererster Orthopädietechniker versorgt, direkt nach meiner Amputation im Alter von 9 Jahren. Über die Zusammenarbeit mit mir und über das Engagement von Tom ist ja auch seine Idee zu diesem ganzen Unternehmenszweig gereift. Tom hat sein Unternehmen entwickelt, ich habe meine sportliche Leistung entwickelt und jetzt treffen sich die Wege wieder. Ich bin froh, dass ich die Erfahrung, die ich über den Leistungssport und mit meiner Behinderung gesammelt habe, dass ich die wieder zurückgeben kann unseren Kunden, generell Leuten mit Amputation und dass ich auch ein Teil davon sein darf. Ich bin happy, dass ich den Beruf ausüben darf. Tom weiß, was es bedeutet, als Leistungssportler auch seine Freizeiten zu haben und zu wissen, wann man irgendwie angespannt ist. Der ist zurzeit, lässt er mich komplett in Ruhe, weil ich weiß, dass ich so ein bisschen mich selber fokussiere und dass ich gerade nur Rio im Kopf habe. Das ist alles in allem eine positive Symbiose und wir spielen uns da die Bälle zu und dadurch entsteht die Leistung und man sieht die Nationalmannschaft, die vertraut auf Westerwälder Power. Thomas Kipping reist mit nach Rio und wird rund um die Uhr für seine Sportler da sein. Alle Athleten, die ein technisches Hilfsmittel dabei haben, gibt es eine absolute Sicherheit. Du hast Ärzte, du hast Physios. Wenn du eine Verletzung hast, dann sind deren Möglichkeiten begrenzt. Tom hat Werkzeug dabei und das ist ein Vorteil einer Amputation, dass der Tom die Schraube, wenn sie reißt, der kann sie ersetzen. Wenn die Muskulatur reißt, die kann man nicht so schnell ersetzen. Am 15. und 17. September wird es für Heinrich Popow ernst. Dann geht es über die 100 Meter. Es folgt der Weitsprungwettkampf. Was handwerklich hinter den sportlichen Erfolgen steht, konnten sich die Gäste der großen Feier unmittelbar im Handwerksbetrieb ansehen, der zu lange nach der Prothesentechnik eingeladen hatte. Mitarbeiter stellten ihren Arbeitsplatz und ihre Leistungen vor. Mit dem 3D-Scanner kann ich alle dreidimensionalen Formen erfassen: Beine, Prothesenstümpfe. Um entsprechend dann genau mit dem Scanner die Form darzustellen. Und wenn man dann das Modell abgeschlossen hat, dann kann dieses Modell als Wireframe-STL-Datei gespeichert werden und die Daten können an den Produzenten geschickt werden. Wir befinden uns hier in der Kunststofffertigung. Hier werden die individuell hergestellten Schäfte aus Carbon hergestellt. Also diese Carbon-Schäfte sind sehr leicht. Sie sind genau auf die Form gemacht worden, die der Kollege uns vorgegeben hat. Und wir entwickeln auch immer diese Standards weiter, um möglichst leichte Schäfte zu machen. Also bei so einem Unterschenkelschaft sind wir momentan inklusive der eingebauten Hardware bei ganz grob zwischen 230 und 260 Gramm, je nach Größe. Ist natürlich, je größer, desto mehr Gewicht haben wir. Das hier ist zum Beispiel ein elektronisches Gelenk eines Herstellers. Und was wir gesehen haben, sind die selbstgefertigten Carbon-Schäfte, damit der Kunde das probieren kann und damit er auch möglichst aus den Komponenten seinen Gewinn zieht, gibt es von verschiedenen Herstellern elektronische Gelenke. Diese elektronischen Gelenke können mit einer Software sehr genau an die Bedürfnisse des Kunden angepasst werden, sodass der Kunde auch ein optimales und sicheres Ganggefühl, Gangerlebnis hat. Das Orthopädietechniker-Handwerk präsentierte sich so einem breiten Publikum von einer vielseitigen, technisch anspruchsvollen Seite. Einen besonderen Stellenwert hat die Zusammenarbeit mit Menschen, die mit körperlichen Handicaps dank Prothesentechnik und handwerklicher Spitzenleistung eine neue Lebensqualität erfahren. Für die Paralympischen Spiele in Rio heißt es nun Daumen drücken. Und den Westerwälder Goldjungs Popow und Kipping viel Erfolg.